So, willkommen zu einer neuen Folge Rapses Kitchen. Na, eigentlich bin ich total müde, aber wir sind schon wieder in Meiningen angelangt. Sind hier im Rewe-Sender, wieder mal. Und hier haben wir was entdeckt, hier gibt es nämlich so Ofenkartoffeln. Natürlich esse ich ja gerne scharf. Gibt es auch Chili Cheese Ofenkartoffeln, die wollen wir mal ausprobieren. Ich schwenke mal kurz hier rüber. Hier hinter mir, so sieht das aus. So, mehr dürfen wir nicht zeigen. Wir haben ja auch eine Speisekarte liegen. Hier seht ihr ungefähr, was es so alles gibt. Mettbrötchen, Frikadellenbrötchen, hier Pulled Chickenbrötchen vor allem. Dann gibt es auch Grillhähnchen, Ofenkartoffeln, verschiedene hier mit Chili Cheese, Speck, Avocado, Hering, Lachs. Es gibt Salate, es gibt Fritten, auch Pulled Chicken Fritten. So viel Hunger haben wir jetzt aber nicht. Wir werden uns jetzt einfach mal eine Portion Chili Cheese Kartoffeln holen. Die werden wir euch natürlich dann wieder zeigen, wie die aussehen, wie die schmecken, preislich. Waren die jetzt? Muss ich noch mal gucken, hab ich schon wieder vergessen. 3,50 Euro für die Chili Cheese Kartoffel. Ist ungefähr wie ein Döner. Wenn es bei euch noch für 3,50 Döner gibt, bei uns nur im Angebot, sonst kosten die 4 Euro oder 4,50 Euro. Wir holen uns jetzt eine, setzen uns hin und sehen uns dann gleich wieder. So, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nach 1,5 Stunden haben wir jetzt das Essen bekommen. Das liegt aber nicht daran, weil es so lange gedauert hat, sondern wir waren vorhin um 9:30 Uhr, sagen wir mal, da. Da hieß es, es gibt jetzt noch keine Ofenkartoffeln. Die gibt es erst ab 11 Uhr. Jetzt sind wir also noch mal weggefahren, haben gedacht, wir gehen noch mal woanders hin, gucken uns da noch ein bisschen um, haben jetzt geschaut, sind kurz nach 11 wieder hergekommen, haben den zweiten Versuch gestartet, eine Chili Cheese Ofenkartoffel, haben eine bestellt. Und was ist passiert? Wir haben leider keine Kartoffeln mitbekommen heute, gibt leider keine Chili Cheese Kartoffeln, gibt gar keine Kartoffeln. Da war die Enttäuschung groß, aber die nette Dame, ne, weil ich ja gesagt habe, ich mag doch gerne eigentlich nur was Scharfes essen, hat gesagt, sie kann mir auch die Pulled Chicken Fritten empfehlen. Die seht ihr nochmal hier. Pulled Chicken Fritten, Hühnerfleisch, Speck, Krautsalat, rote Zwiebeln für 5,90 Euro. Und wenn sie Pulled Chicken Fritten macht, kann sie ja trotzdem die Chili-Cheese-Soße drauf machen, zusätzlich als Entschädigung nochmal. Und ich dachte mir, ja, besser geht's doch nicht. Mir ging's doch nicht um die Kartoffel, mir ging's doch eigentlich um das Chili-Cheese-Erlebnis. Und wenn ich das jetzt eben bei den Pommes habe, hätte es nämlich Chili-Cheese-Fries gegeben, hätte ich wahrscheinlich die genommen, anstatt eben diese Ofenkartoffel. Jetzt habe ich also einen Chili-Cheese-Pulled-Chicken-Fritten-Teller und der sieht richtig genial aus, auch mit Bacon drauf, mit allem drum und dran. Das seht ihr nämlich hier, wie sie das angerichtet haben. Da sieht man schön die Chili-Cheese-Soße, die Fritten natürlich, das Pulled Chicken, den Bacon obendrauf, Zwiebeln drumherum. Sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus. Ist auch eine mega Portion, wie gesagt, für 5,90 Euro. Das gönnen wir uns jetzt. Da bin ich gespannt, wie das schmeckt. Guckt euch mal den Haufen an. Das fürs Thumbnail oder auch nicht. Mal gucken. Wir probieren es jetzt gleich. Und würde ich sagen, reingehauen. Wir haben hier auf jeden Fall Pommes dabei. Die sehen auf jeden Fall richtig gut aus. Und sind auch schön knusprig, auch schön gesalzen. Ihr habt hier natürlich auch schön die Chili, die Chili-Cheese-Creme. Die ist auch so schön käsig, so schön würzig, schmeckt auf jeden Fall auch richtig gut. Ihr habt hier Zwiebelstückchen dabei. Ihr habt hier dann natürlich das Pulled Chicken hier als Fleischbeilage. Ihr habt Kraut unten drunter natürlich. Kraut darf auch nicht fehlen, zum Fleisch dazu. Und ihr habt hier den Bacon. Schön nochmal gebratenen Bacon obendrauf zur Würzung und allem drum und dran. Ich bin positiv überrascht, nachdem der Anfang so schwierig war und so ein Hin und Her gab. Jetzt doch die bessere Lösung statt einer lumpigen Ofenkartoffel, die einfach nach nichts schmeckt. So schöne Fritten dazu mit der tollen Chili-Cheese-Soße und mit einer Fleischbeilage natürlich. Da habt ihr deutlich mehr rausgeholt. Das werden wir uns jetzt munden lassen. Ist ja auch eine richtig gute Portion, wie man sieht.
Ich muss mich nochmal zurückmelden. Mir ist so schlecht jetzt. Aber nicht mal so schlimm war. Das war wirklich einfach sau lecker. Es war einfach so eine riesen Portion. Ich weiß nicht, ob die es jetzt gut gemeint haben mit mir, weil ich vorher zweimal enttäuscht wurde, oder ob sie sich dachten, nee, oder ob sie immer so große Portionen macht. Das andere gibt nämlich gar keinen Sinn. Ob sie jetzt also dachten, ja, den kleinen dicken Jungen, den werden wir jetzt mal richtig verwöhnen. Und das haben sie auch geschafft. Ich bin so vollgestopft, ich kann kaum noch atmen. Ich muss mich jetzt einfach hinlegen, am besten hier hinten ins Gebüsch. War natürlich doof, gelaufen am Anfang, ist aber egal. Ich meine, die Kollegin, wenn das ab 11 erst gemacht wird, dann ist das halt so, hat sie ja gesagt. Da wusste sie ja nicht, wenn um 11 dann die Sachen kommen, dass der Lieferant keine Kartoffeln mitbringt. Was ist das denn? Wo sind die Kartoffeln, Mann? Und dann sagt die andere Kollegin, es sind keine Kartoffeln dabei, aber lasst mal die Kartoffeln weg. Jetzt haben wir es mit Pommes gemacht. Es ging um Chili Cheese. Wir haben mehr bekommen, als wir eigentlich wollten. Nämlich auch noch Pulled Chicken dabei, Bacon dabei, Kraut. Also richtig genial. Wenn ihr mal in Meiningen seid, in der Nähe vom Rewe-Markt, geht da mal rein. Deli-Markt nennt sich das Ganze. Ich habe auch gleich noch eine Karte geklaut. Kann ich ja hier auch mal zeigen. So, das sieht das Ganze nämlich hier aus. Deli am Markt, ne? Habt ihr auch hier Öffnungszeiten, steht alles drauf. Hier stehen noch hier Rewe-Sender, Meiningen, Leipziger Straße, Öffnungszeiten, Uhrzeiten hier, Telefonnummer. Alles auch zum Mitnehmen. Wunderbar, Ofenkartoffeln. Wie gesagt, braucht man nicht, aber die Fritten haben reingehauen. Und für 5,90 mit gratis Chili-Cheese-Soße müsste es immer so geben. Wundert mich eh, dass da keine Chili-Cheese-Fritten drinstehen, aber habe ich ja jetzt bekommen. Meistens sind die Leute eh sehr kulant und kommen euch da ein bisschen entgegen. Pupsi hat mir sogar noch eine Fanta gegönnt, bevor sie los musste, weil sie gesagt hat, das ist doch ziemlich scharf, nicht, dass ich dann sterbe. Die werde ich mir jetzt auch noch gönnen. Werde mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen. Das war es aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.